Sie sind in einer komplett vermüllten Area ihres Zimmers und nichts hilft mehr. Dann gibt es nur eine Hilfe dagegen. Sie müssen Wundertücher kaufen, um die Plage ein Ende zu bereiten. Durch nur wenige Wirrubler wird ihr Tisch da komplett sauber. Sie sehen, es ist alles sauber geworden. Kaufen Sie sich jetzt die einzigen und supergeilen Wundertücher. Nur für kurze Zeit. Wieder euer Mace Mage HD zu einem neuen Video. Viel dabei ist wie immer der G-Max HD, was geht ab, Leute? und heute, wie es wahrscheinlich schon im Titel gelesen hat, öffnen wir ein paar Packs vom guten alten Hundenetto. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir legen an der Stelle auch schon mal los. Ozeanen 6. Ah ja. Ja, liegt daran, weil es das 6. Alter, diese Verpackung immer. Wer hat die designt? Der Nebenbei, Verpackungsdesigner. schaut mal bei GMAX HD, meinem Kanal, vorbei. Ich würde mich echt über ein Abo freuen. Nächstes Video ist am Freitag. Dankeschön. Tja, wenn er es jetzt nicht macht, dann hat er ein Problem. Alter, dieses Paket. Digga, soll ich dir eine Schere bringen oder soll ich es machen? Schwer zu öffnen. Alter, dieses Paket. Okay, dieses Paket scheint streiken zu wollen, also nehmen wir lieber ein anderes Paket, was sich leichter öffnen lässt. Und hier habe ich schon auch eins, was sich viel leichter öffnen lässt. Da kann man auch gleich die Karten rausziehen. Und als erstes haben wir hier einen Hund, den hatten wir, glaube ich, schon Ja, mal. das ist dieses Maskottchen von denen, glaube ich. Von der Marke. Dann haben wir hier Oh. eine gemeine Krake. Eine gemeine Krake. Ja, genau. Gut gedeutscht, würde ich an der Stelle mal sagen. Dann eine Paleskatze. Die Lol. sieht ja hübsch aus. Ja, vor Sieht allem nur die aus, wie als Ohren. hätte sie so ein Bart. Sieht halt aus wie eine normale Katze, aber die Ohren sind halt anders, finde ich. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Karte in diesem Paket. Leider sind das immer nur vier. Anders als bei Pokémon-Karten auf G-Max Kanal, wo es dann immer so 10 oder 8 sind. Ja. Hier haben wir an der Stelle ein Erdferkel. Auch ziemlich niedlich, würde Genau, jetzt kommen ich wir zu mal dem Pack, sagen. was ich hier geöffnet habe. Und Digga. Das haben wir an der Stelle ein anatolischer Hirtenhund. Aus der Türkei. Genau. Oh, ich sehe schon eine ziemlich gute hatte. Dann eine Schmuckelzikade. Aus China. Und da seht ihr auch schon darunter eine goldene Karte, aber erstmal kümmern wir uns um diese. Das ist ein Pilotewal. aus der USA. Und als nächstes ein Stachelschwein in goldener Version. Auch sehr hübsch mit anzusehen, hat anscheinend mäßig gute Werte. Eine Karte, es geht besser. Guckt sie euch nochmal an, ein bisschen schön, sieht sie auch aus, funkelt auch ganz schön, haben auch in den letzten Videos immer meine Karte gezogen. Wieder mal aus der Türkei. So, ich würde sagen, wir fangen dann auch gleich mit dem nächsten Paket an. Und an der Stelle frage ich euch, das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was wird heute eure Favoritenkarte sein? Schreibt die Karte in die Kommentare. Kannst ja auch eine Abstimmung machen. Oh, Direkt eine guckt goldene euch Karte. das mal an. Ja. Gelb mit Gold, das sieht ja mal mega aus. Der Schwertwal, wenn das mal nicht geil aussieht. Ja, komm. Guckt euch das mal an. Im Licht glitzert die auch so schön. Ultra. Muss ich auch recht sagen. Ist sogar Guckt. rare, glaube ich, weil das glitzert irgendwie auch so der Hintergrund. Aber wirklich wunderschöne Karte. Kann man nur eins dazu zu sagen. Dann haben wir hier als nächstes einen Skorpion, nämlich der haarige Wüstenskorpion aus dem Grand Canyon. Auch sehr schön mit anzusehen. Ebenfalls Oh. aus der USA. Da sieht man auch ganz schön den Stachel, wenn ihr mal genauer hinseht. Dieses kleine schwarze Linienchen, ja, auf der Karte so abgebildet. Schwer zu erkennen Ja, wegen den ganz cool. Schatten. Weiter geht's. Als nächstes haben wir ein kleines Känguru-Ratte? Ja, oh ja, die kenne ich. Die sind super cool. Sehen Sind aber auch gar richtig nicht wie schnell. eine Ratte aus, sieht eher wie so ein kleines Mäuschen Naja, aus. das, Sie ja. oder wie so ein kleiner Hamster.
Kann man ja mal sich mal angucken. Die Sehr Füße sehenswert. sehen halt känguruähnlich aus, ja. Und hier auch die letzte Karte, ein ziemlich großer Vogel, der Kalifornischer Kalifor. Kondor. Okay. Guckt euch die Federn mal, wie lang die sind. Wenn der durch die Lüfte gleitet, da haben die Tiere auf dem Bo ziemlich Angst. Und die Werte, die Spielwerte in dieser Karte scheinen auch ziemlich gut zu Oh ja, sein. Gefährlichkeit 86. Alter. Also ziemlich gefährlich an der Stelle, Das würde ich ist sagen. bisher, glaube ich, die gefährlichste Karte. Nee, Wir obwohl, nee. Ja. gehen auch schon wieder zum nächsten Pack über, was anscheinend wieder mal anfängt zu klemmen. Das ist gar nicht gut. Ach, und dann lässt es sich schon wieder öffnen. Das ist natürlich sehr gut. Wahrscheinlich ist die seltenste Karte hin, und weil ich nicht spoilern will, nehme ich die einfach von. Deswegen ziehen wir mal die seltenste. Und die seltenste in diesem Pack ist ein Gockel, nämlich ein ganz normaler Hahn. Keine Spezifizierung Wow. aus der USA, einfach ein normaler Hahn. Ja. Wer kennt es nicht? Oh, was war Dann das? haben wir eine Ein Windenschwärme. Windenschwärmer. Ein Insekt sieht ziemlich seltsam aus, kann ja seinen Nektar genießen, will, hat ziemlich beschissene Aber Werte. Guckt ziemlich viel euch. Beweglichkeit, Gefährlichkeit einfach eins. Dieses Ding Ja. loost ja komplett ab, wenn man damit gegen seine Feinde spielt. Das Ja. würde ich an der Stelle nicht empfehlen, in sein Deck mit aufzunehmen. Dann haben wir hier den asiatischen Streifenhörnchen. Entschuldigung, asiatisches Streifenhörnchen. Sehr Die gut. Werte sind unter meinem Level. Unterirdisch, ja. Kann ich nur beipflichten. So, und dann haben wir die Karte, die für mich wirklich am attraktivsten aussieht vom Benutzen her, der asiatische Ja, Elefant. Größe an dieser Stelle 97 kann man auch, ja. Aber die Werte, guckt euch diese Werte an. Größe, Gefährlichkeit ist über 90. Diese Karte Digga. ist locker, wenn man mit dem Zocknamen, das du an der Stelle abgebrochen hast. Diese Karte scheint sehr gut zu sein. Und auch sehr stark, wenn man mal auf die Werte guckt. Sorry dafür, dass die Aufnahme gerade abgebrochen ist. Tut mir echt leid. An der Stelle wollen wir einfach mal die nächste Karten öffnen. Und wie ich das öffne, ist ziemlich seltsam, weil sonst reißt man sie ja hier an dem Teil auf. Aber ich ziehe sie einfach raus. Weiter geht's mit dem nächsten. Und wir haben nochmal Scotty, aber diesmal in einer anderen Version, anscheinend in einer Reiser-Version. Sieht auch ganz ja, gut aus. er macht einen kleinen Ausflug, wie man hier sehen kann, genau. Ich glaube, den hatten wir aber auch noch nicht. Sieht super aus. Und hat auch so einen Schein, wenn ihr jetzt mal guckt, wenn er gegen Licht. Ja, stimmt, sein Hintergrund ist so wellenförmig. Ziemlich stechende Farben, muss ich an der Stelle sagen. Besonders das Rot, ziemliche Signalfarbe, muss ich an der Stelle sagen. Nächste Karte folgt. So, und dann haben wir hier den Südkaper. Südkaper. Den kann man auf dem Bild schwer erkennen. Es soll Sieht wohl aus wie ein ein Fisch Stein. sein, ja. Aber die Wertegröße ist sehr gut. 100, vielleicht sogar andere Werte. Dafür sind die anderen Werte relativ zur 100 sehr klein, aber auch sehr akzeptabel. Kann man Aber locker ein sehr gut Wert Level spielen. 100 hatten wir bisher noch nicht. Also dafür schon mal Respekt an dich. Und wenn doch, dann passen die Nein, einfach hatten wir nicht. locker noch nicht. Wir hatten die Elefanten, die waren 97. Das war, Ja. glaube ich, unser bisher größter Wert. Dann haben wir hier die Steinkoralle. Diesmal Beweglichkeit Level 1. Wer hätt's gedacht? Kein Tier, aber dafür ein sehr schönes. Mehr kann man dazu auch nicht sagen. Dann haben wir hier die Vicuña an der Stelle mit sehr schlaffen Werten aus Bolivien. Das Bild sieht zwar sehr süß aus, fast wie so ein Lama aus Aber Fortnite. es hat alle Werte über 50. Also ich finde schon, das kann man machen an der Stelle. Wahrscheinlich nicht mehr was dazu sagen soll. Einfach die Karte weglegen und nächstes Pack. Nächstes Pack. Ach ja. Was ich an der Stelle noch unbedingt loswerden will, schaut bei G-Max vorbei. Ehrenmann, Bruder. Der Ehrenmann ermöglicht mir nämlich, in seiner Wohnung aufzunehmen, in kritischen Situationen. Und Also hier. einfach weil das Aufnahmesetup von Mace Match, also das geht natürlich,
Aber in sein Umfeld kann er gerade nicht aufnehmen, sagen wir es mal so. So, der Papageientaucher hat beschissene Werte in Ja, Sachen man sieht es hier Größe. gerade auf dem Bild etwas unscharf. Aber ich glaube, ihr alle könnt es erkennen. Die Ja, Werte halt. sind auf 79 bei Beweglichkeit Größe 19, Gefährlichkeit 42, was mich etwas überrascht. Ja. Dass er gefährlich als größer ist, dazu kann man einfach nichts sagen an der Stelle. Dann haben wir hier ein echt ganz niedliches Tier. Guckt es euch an. Es ist ein Südpudu. Ja, sieht echt witzig aus. Sieht doch Ha. schon wie so wie ein Känguru fast aus, Hat aber. ganz stabile Werte in Sachen Größe und Beweglichkeit, aber Gefährlichkeit scheint nicht wirklich vorhanden zu Ja, sein. ja. Gut, dann Weiter kommen zum wir zur nächsten. nächsten Karte. Nämlich zu einer netten Kanadagans aus USA, Kanada. Wer hätte es sich gedacht? Finde ich cool. Sie ist relativ ungefährlich. Die Größe ist ganz nett, Aber aber. sie ist ganz cool. So, zur letzten Karte des vorletzten Packs für heute. Eine Schneeeule. Alter, die sieht ja mal mega aus. Die Werte sind relativ stabil. 5, 86, 45, 50. Sehr gute Beweglichkeit an der Stelle, weil die Ja. können ja ihren Kopf irgendwie verdrehen. Ja, mich. Persönlich triggert jetzt aber der Hintergrund der Karte, weil es ist ja eine Schneeeule. Ja. Naja, gut. Ja, ist halt in keinem Schnee. Ach ja, die Kanaren, die keinen Schnee haben. Obwohl sie dort mit Skihunden rumdüsen. Ich weiß. Wahrscheinlich die in der Nähe von Und jetzt Grönland. kommen wir zum letzten Pack des Videos. Mal sehen. Und wir haben einen Dickhorn-Scharf. Ein Dickhorn-Scharf hat alle Werte mindestens über 50, ist also eine ziemlich stabile Karte, kommt aus den Größe USA. 76, das soll schon viel heißen, finde Wir haben ziemlich viele Karten, die heute aus den USA kommen. ich. Auch viele aus der Türkei. Dann das Portugies, die portugiesische Galeere. Geil. Was ich dazu sagen muss, sie heißt portugiesische Galeere und kommt aus dem Vereinigten Königreich. Da kann ja was nicht stimmen. Oder hat es ein Portugiese entdeckt? Die Beweglichkeit ist einfach nur scheiße. Wie man das sehen kann, die Größe ist sehr akzeptabel und die Gefährlichkeit, oh Baby, die scheint sehr gefährlich zu sein an der Stelle. 85. Ja, ist bestimmt giftig, so wie die aussieht, ganz ehrlich. Dann Falsch die gesagt. vorletzte Karte an der Stelle, die Digga, Abgottschlange. endlich eine In Schlange, einer Alter. ziemlich gefährlichen Position. Beweglichkeit ist beschissen, aber Größe und Gefährlichkeit dafür umso super. Ziemlich gut zum Spielen an der Stelle. Und ziemlich bedrohliches Design. Zur letzten Karte dieses Videos. Und es ist Ein ein. Kragenbär. Wie witzig. Ach ja. Alle Werte mindestens mal 50. Ein Wert geht sehr nah an 100. An diese Karte ist wirklich formidabel gut. Man kann einfach nur sagen, ziemlich gute Karte. Und jetzt kommen wir nochmal zu den vier Highlights des Videos, die wir heute gezogen haben. Das sind die zwei Maskottchen. Dann So. hätten wir dann noch das goldene Stachelschwein aus der Türkei. Und die ultra Und geile Karte. den goldenen Schwertwal, ja, Schwertwal aus dem Vereinigten Königreich. So, jetzt kann man es auch sehen. So, Ich dann kann sieht er. einfach nur sagen, nochmal sorry, dass dieses Video so ultra seltsam ist. Wir hatten leider ein paar Komplikationen. Hoffentlich hat euch das Video trotzdem gefallen und für dieses ziemlichen Komplikationen und Stress ein Daumen nach oben wäre sehr nett. Und ihr könnt natürlich eure ehrliche und konstruktive Meinung unten in die Kommentare schreiben. Ja, für Schaut bei. Kommentare und generell Community-Meinung sind wir immer zu haben. Also ihr könnt da mit uns reden und ja. Schaut beim GMAX vorbei und wenn ihr noch nicht Abonnent seid und eure Abonnentenliste für euren Geschmack zu abonniert den Kanal, es würde mich auch sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, Mace Mage.
zaubert sich weg und tschüss. Die Samen sind einer komplett ver 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 nochmal von